Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit den Shared Preferences ganz einfach Daten aus eurer App speichern könnt. Ja, Shared Preferences, dazu werde ich gleich nochmal erklären, was das ist. Das ist nämlich so, dass es in Android zwei Methoden gibt, um Daten aus der App zu speichern, also zum Beispiel Einstellungen zu speichern oder auch Texte oder so. Wir werden heute einen Text speichern und das wird ja auch in fast jeder App verwendet, zum Beispiel in Einstellungen. Die Einstellungen-App, die ist ja voll mit solchen Speicherungen, weil da alles gespeichert werden muss. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, um die Sachen zu speichern. Nämlich es gibt erstmal die Databases, also MySQL ist es in Android, das Datenbanksystem. Und darin kann man dann quasi eine Datenbank anlegen und dann eben Daten speichern. Das ist vor allem dann gut, wenn man Variablen mit mehreren Werten hat und so. Oder zum Beispiel solche Chatverläufe wie bei WhatsApp oder so. Dann ist ein Datenbanksystem gut, aber es ist relativ umständlich, das zu programmieren. Da muss man viel Code schreiben und so. Ja, ist auf jeden Fall relativ umständlich. Kann man natürlich machen, ist es nicht so schwer, aber ja. Oder gibt es eben noch die zweite Möglichkeit, und das sind die Shared Preferences, die ich in diesem Video zeigen werde. Das funktioniert dann so, dass wir eine XML-Datei haben, die von der App automatisch angelegt wird, wenn wir was speichern wollen. Also das werden wir dann so programmieren, dass es so gemacht wird. Und in dieser XML-Datei wird dann dieser Wert eben drin gespeichert. Da können wir verschiedene Werte drin speichern. Das heißt, wir können da normale Texte, also Strings, oder auch Integer, also Zahlen oder Doubles oder was weiß ich, alles da reinpacken. Also gehen verschiedene Werte. Heute werden wir einen Text speichern. Das sehen wir schon hier. Ich werde euch nachher auch nochmal zeigen, wie so eine XML-Datei aussieht. Aber jetzt erstmal hierzu. Hier haben wir eben die App, die wir heute programmieren werden. Hier haben wir ein Textfeld, da können wir irgendwas eingeben. Und dann können wir hier auf Speichern drücken. Und jetzt gehe ich mal aus der App raus und schaue auch nochmal extra nach der App. Das war diese hier und beende diese nochmal hier in diesem Dings hier. Also ich drücke hier nochmal auf Force Stop, dann ist die wirklich aus dem Arbeitsspeicher rausgeschmissen, die App. Damit auch nichts mehr aktiv ist. Und jetzt starte ich die App neu. Drücke dann hier auf Auslesen und dann wurde der Text hier aus dieser XML-Datei ausgelesen. Jetzt kann ich hier noch auf Löschen drücken. Und dann hier wieder auf Auslesen, dann steht hier kein Text gespeichert, weil ich den Text ja gelöscht habe aus der XML-Datei. Das werden wir heute programmieren. Dazu gehen wir natürlich wie immer erstmal in Android Studio. Hier habe ich schon ein leeres Projekt vorbereitet, in dem ich natürlich noch nichts verändert habe. Das Hello World hier können wir erstmal rauslöschen und dann kommt hier erstmal unser Layout. Da brauchen wir als allererstes mal ein Edit Text. Dieses hier kann ich jetzt einfach mal hier reinziehen. Ja, das kann von mir aus ruhig volle Breite haben. Dann brauchen wir noch Buttons. Kann auch auf die volle Breite gehen. Ich lasse das einfach mal alles auf die volle Breite, dann sieht es ein bisschen einheitlicher aus. Dann als nächstes kommt noch der Auslesen-Button. Danach will ich ein Text-View haben, wo ich dann den ausgelesenen Text anzeigen will. Wo habe ich denn hier Text-View? Hier, ich nehme einen Large-Text. Der kommt dann hier drunter und danach kommt noch ein Button zum Löschen. Ja, hier. Den mache ich mal ein bisschen abseits hier so weiter unten. Ist ja eigentlich auch egal, das könnt ihr euch dann selber machen, das Layout. Jetzt gehen wir noch die ganzen Texte von den Buttons hier anpassen. Hier kommt erstmal Speichern. Dann kommt hier Auslesen. Und dann hier unten noch löschen. Dann kann ich noch kurz die IDs von den Buttons anpassen, denn das ist nicht so schön, wenn die dann einfach so Button 1, Button 2 und so weiter heißen. Deswegen kann ich einfach mal die ID ändern auf btn save. Das wollen wir jetzt hier updaten. Beim zweiten kann ich das jetzt auch noch ändern. Hier auf btn read. Also auslesen. Und dann hier beim dritten Button natürlich noch auf. Ja, das wollen wir auch noch bestätigen. Beim dritten Button natürlich noch auf delete. So. Das haben wir jetzt alles abgeändert. Hier kann ich es auch nochmal kurz zeigen. In dieser Datei hier. Hier haben wir jetzt die ganzen IDs hier eben Button Delete und so weiter. Ja, diese IDs, die brauchen wir gleich. Hier bei denen kann ich es jetzt so lassen. Die IDs bei Edit Text und beim Text View, das ist ja nur eins jeweils. Jetzt können wir gleich mit dem Programmieren anfangen. Hier kann ich erstmal dieses ganze Menüzeug wieder rauslöschen, weil das eh kein Mensch braucht.
Und jetzt mache ich erstmal Variablen, erstmal für die Buttons. Button btn save. Und dann kann ich einfach ein Komma machen und den nächsten Button da reinschreiben, also btn read. Und dann noch btn delete. Nenne ich diese Buttons einfach mal. Das hier wurde jetzt noch nicht importiert. Jetzt können wir einfach hier Alt und Enter drücken und dann wird es automatisch importiert. Sobald hier oben diese Sprechblase angezeigt wird, dass wir Alt und Enter drücken sollen, können wir das dann machen. Dann wird es automatisch importiert. Jetzt noch das Edit Text. ET1 nenne ich das Ganze einfach mal. Und dann noch das Text View. TV1. So. Dann können wir noch diese ganzen Sachen hier einrichten, mit dem XML-Code verknüpfen, das denke ich dürftet ihr kennen. Also hier einfach mal btn save ist gleich in Klammern button find view by id .id.btn save und ein Semikolon natürlich noch dahinter. Jetzt müssen wir dem Button noch einen onClickListener verpassen, also btn save.setOnClickListener. Das wollte ich jetzt mal, weil wir mehrere Buttons haben, in der anonymen onClick-Methode machen. Deswegen schreiben wir einfach das hier rein. Dann kann ich wieder Alt und Enter drücken und dann lasse ich das hier implementieren. Nochmal OK drücken. Und dann haben wir automatisch das implementiert mit dem onClickListener und hier eine onClick-Methode, die dann ausgeführt wird, sobald wir auf irgendeinen Button drücken. Das hier kann ich jetzt auch noch mit den anderen Buttons kurz machen. Das kann ich jetzt einfach kurz kopieren und einfach kurz die Namen abändern, also btn read. Und hier noch btn delete. Und hier natürlich auch. Jetzt müssen wir noch kurz die IDs da hinten anpassen, hier auf delete. Nein, auf read natürlich. Und hier dann auf delete. Und dann haben wir das alles so eingerichtet. Jetzt brauchen wir nur noch hier einen Switch, damit wir auch überprüfen, sobald wir auf irgendeinen Button drauf drücken, ob auch auf den richtigen Button gedrückt wurde. Deswegen einfach mal Switch. Und jetzt v.getID. Und damit holen wir uns dann quasi die ID von dem Button, auf den gedrückt wurde, damit wir überprüfen können, welcher Button von den drei war das denn jetzt. Jetzt kommen hier drei Cases rein für die drei Buttons. Case a.id.btn save. Doppelpunkt, geschwungene Klammern. Und hier kommt jetzt eine Break rein. Denn wir haben hier jetzt drei Cases gleich und dann ist es so, wenn wir das erste Case ausführen und hier keine Break werden, dann wird einfach die zweite Case auch noch ausgeführt werden und deswegen müssen wir es natürlich blockieren mit einer Break, habe ich ja schon mehrmals erklärt in den letzten Videos. Das kopiere ich mir auch wieder hier und ändere einfach nur die ID hier ab. Read. Und hier natürlich Delete. So, jetzt haben wir das ganze Zeug mit der Vorgeschichte schon fast durch. Jetzt müssen wir nur kurz das mit dem Edit Text machen. Also ET1 ist gleich in Klammern Edit Text. Find View by ID. .id. Edit Text war es ja genannt im XML-Code. Ja, war's. Ein Semikolon dahinter. Jetzt noch das TextView kurz. TV1 ist gleich in Klammern TextView. Find View by ID. A.id.TextView. So. Jetzt haben wir dieses ganze Zeug hier mal geschafft mit der Vorgeschichte. Jetzt kommt endlich das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich mit den Shared Preferences. Dafür brauchen wir erstmal eine Variable für die Shared Preferences. Also hier Shared Preferences. Hier haben wir sie schon. Denen können wir jetzt einen Namen geben, zum Beispiel mal Prefs als Kürzel. Jetzt brauchen wir als zweites noch einen Shared Preferences Editor. Da kann ich einfach mal Editor schreiben. Das wird dann von der Autokorrektur, glaube ich, vorgeschlagen. Ja, genau hier. Shared Preferences.editor, den nenne ich einfach mal Prefs Editor. Ist ja auch egal, wie man das nennt. Und jetzt machen wir hier mal mit den Shared Preferences weiter, also Prefs
ist gleich this Punkt get shared preferences. Und hier kommen jetzt in die Klammern zwei Sachen rein, nämlich erstmal ein Name von dieser Shared Preferences Datei, also wie diese XML-Datei heißen soll, in die wir die Shared Preferences reintun. Die kann ich jetzt einfach mal irgendwie Prefs-Datei 1 kann ich das einfach mal nennen. Und danach kommt dann noch ein Note hin, und zwar wie man darauf zugreifen kann. Da kann ich einfach mal ein Komma und dann hier Mode. Und hier werden dann schon verschiedene vorgeschlagen. Ich tippe mal noch Mode zu Ende, dann sehen wir hier alle Modes. Ich erkläre einfach mal kurz die zwei wichtigsten Modes, nämlich hier haben wir einmal Mode Private. Das heißt, dass wir auf diese Datei, wo diese Einstellung oder was auch immer wir daran speichern, dass darauf nur unsere eigene App zugreifen kann, also nur diese hier. Und dann gibt es noch die anderen beiden wichtigsten, das ist hier Mode World Readable. Das heißt, dass jede andere App, die auf dem Smartphone installiert ist, auf diese Preferences zugreifen kann, diese auslesen kann. Das heißt, jede andere App kann auslesen, was wir da drin gespeichert haben. Und dann gibt es noch Mode Word Writeable. Das heißt dann, dass jede andere App auf dem Smartphone auf diese Preferences auch schreiben kann. Das heißt, dass es die Preferences verändern kann. Das ist vor allem praktisch, wenn man Entwickler von zwei Apps ist, die dann quasi zusammenarbeiten müssen. Das ist zum Beispiel bei Facebook. Es ist ja so, der Messenger, der greift auf die Daten von der Facebook-App zu, und da wird es dann mit World Writeable gelöst. Und ich nehme es aber hier mal private, denn ich will nicht unbedingt, dass hier noch andere Apps zugreifen, obwohl es in diesem Fall jetzt egal ist. Ich habe es nochmal kurz für alle Interessierten erklärt. Jetzt müssen wir uns noch unseren Editor kurz deklarieren, was das ist, also Prefs Editor ist gleich Prefs, also unsere Preferences hier. Punkt edit. Ganz einfach. Jo, jetzt kommt als nächstes mal das, wo wir das Ganze hier speichern wollen. Das mache ich als erstes mal in einen String. Also diesen Text, den wir hier in den edit Text, das wir ja hier haben. Also den will ich als erstes mal in eine String-Variable reinpacken noch. Dann ist das ein bisschen besser. Also hier String Eingabe. Text, nenne ich das einfach mal, und dann können wir hier weiter vorgehen, nämlich hier bei dem btn save mache ich erstmal eine if-Abfrage, ob denn in diesem edit text überhaupt etwas eingegeben würde, denn sonst würde das gar keinen Sinn machen, irgendwas zu speichern. Also if et1.getText.length größer als 0, dann will ich was ausführen, nämlich dass eben das Zeug gespeichert wird. Das werden wir gleich machen. Jetzt mache ich hier noch kurz ein else hin. Else. Da will ich einfach kurz einen Toast anzeigen, dass da nichts drin stand. Also toast.makeText get application context, kein Text soll angezeigt werden. Also so eine kleine Aufpop-Meldung soll das dann werden. Jetzt noch toast. Punkt length short Punkt show. Ja, wie ein Toast funktioniert, sollte ja eigentlich jeder wissen. Das ist jetzt auch nur so ein Nebenteil einfach. Jetzt will ich hier dann mit dem String anfangen, und zwar hier, also Eingabe Text ist gleich et1.getText.toString. Und dann haben wir quasi den Text zu einem String, zu einer Variable gemacht. Jetzt wollen wir das Ganze speichern. Und das machen wir mit unserem Editor hier, also Prefs Editor. Punkt put. Und jetzt können wir hier diese ganzen Teile auswählen, die wir dann da speichern können. Hier können wir einmal Booleans speichern, also Variablen, wo zwei Zustände sind. Das kann ich nachher nochmal kurz zeigen, wenn ihr wollt. Dann kann ich hier den String speichern, das werden wir jetzt machen. Dann kann ich hier noch Float, das ist auch noch ein Zahlenteil. Dann können wir noch eine Integer, also eine ganz normale Zahl speichern. Hier eine Long. Ist auch noch eine Zahlensache, und PutString ist auch nochmal was mit Strings. Hier nehme ich jetzt PutString, und hier kommen jetzt zwei Sachen rein, nämlich erstmal ein Key, und dieser Key, das ist quasi ein Schlüssel, auf den wir nachher zugreifen, also ein Keyword, mit dem wir quasi dann diese Variable wieder ausrufen können. Die mache ich einfach mal hier oben als String, weil die sehr, sehr wichtig ist, dass die exakt so geschrieben wird. Deswegen mache ich hier sogar mal einen Final String. Das heißt, dass der im Nachhinein nicht mehr verändert werden kann. Den muss ich jetzt einen Namen geben, zum Beispiel Key 1
ist gleich und jetzt in Anführungszeichen Key 1 zum Beispiel als Text, der dann quasi als Schlüssel, als Code dafür verwendet wird, dass es auch wirklich der String ist und kein anderer. Das müssen wir jetzt hier einsetzen, also Key 1. Und dann kommt ein Komma und jetzt kommt der Text, den wir in diesem in dieser Variable, also in dem XML-Teil unter Key 1 speichern wollen, und zwar der Eingabetext, ist der, den wir da oben zugewiesen haben. Und dann wird das gespeichert. Jetzt müssen wir noch kurz das in diese XML-Datei reinladen. Dafür machen wir einfach prefs-editor.commit. Und dann wird das automatisch in diese XML-Datei reingeladen. Super einfach, wie ihr seht. Ja, jetzt kommen wir als nächstes dazu, wenn wir es gespeichert haben, dass wir das Ganze auch wieder auslesen wollen. Das ist eigentlich auch nicht kompliziert. Hier machen wir einfach prefs.getString. Also hier, wenn ihr irgendwie dann ein int genommen habt, müsst ihr natürlich hier getInt machen. Hier nehmen wir einfach mal getString und hier kommen jetzt auch wieder zwei Sachen rein. Nämlich erstmal dieser Key, den wir hier oben festgelegt haben. Dazu brauchen wir nämlich, damit wir dann eben wieder einen Namen haben. Also Key 1 war ja unsere Variable. Und dann kommt ein Komma und dann kommt noch, was passieren soll. Das könnte dann nämlich sein, wenn wir noch nichts gespeichert haben, da in diesem XML-File, oder wenn wir es gelöscht haben, dass da nichts drin ist. Und jetzt können wir als nächstes noch einen Text eingeben, oder eben, wenn wir einen Integer haben, natürlich einen Integer-Wert. Was denn ausgegeben werden soll, wenn da nichts drin sein sollte. Da kann ich jetzt einfach mal kein Text gespeichert. Und das wird dann einfach verwendet anstatt diesem Teil. Ja, das habe ich jetzt hier so und das wollen wir natürlich noch in einen Text-View reinmachen. Deswegen mache ich das einfach nochmal kurz der Schönheit wegen in einen String rein vorher. Also hier String String ausgelesen. Und schreibt ihn hier einfach ausgelesen ist gleich prefs.getString. Ja, und damit haben wir quasi aus dieser XML-Datei wieder unseren Wert rausgeholt. Den müssen wir jetzt nur noch kurz in unser Text-View reinsetzen, also tv1.setText und hier jetzt ausgelesen. Gut, damit haben wir dann quasi das schon mit dem gemacht. Jetzt müssen wir nur kurz das wieder löschen. Das kann ich noch kurz machen. Das ist einfach Editor, also dieser Prefs-Editor, Punkt Remove. Und da kommt jetzt unser Key rein, also Key 1, den wir vorher festgelegt haben. Und damit wird dann quasi der Wert mit diesem Schlüsselwort, also Key 1, gelöscht. Semikolon noch dahinter. Und der Richtigkeit wegen, weil das ja sonst noch theoretisch, wenn wir noch das gerade ausgelesen haben und das danach löschen, dann wird es ja auch in dem Textfeld drin stehen, also in diesem hier. Deswegen will ich jetzt einfach noch kurz den Text da entfernen. Es ist nur der Schönheit wegen, also tv1.setText null. Und dann steht da kein Text mehr in diesem Text wieder drin, das ist nur ein Schönheitselement. Dann müssen wir natürlich noch bei diesem Prefs-Editor hier noch den wieder updaten, also prefs-editor.commit. Und damit haben wir quasi das Löschen geupdatet und es wird dann aus der XML-Datei rausgelöscht. Das kann ich jetzt einfach mal kurz demonstrieren, wie das dann aussieht, indem ich das mal ausführe hier. So, die App wurde geladen. Hier kann ich jetzt einfach mal was reinschreiben hier. Was geht ab? Das kann ich jetzt auf Speichern gehen. Dann gehe ich einfach mal hier komplett aus der App raus, damit ihr seht, dass da auch wirklich die App geschlossen wurde. Lösche die auch nochmal aus dem Arbeitsspeicher raus. Dann können wir ganz sicher gehen, dass dann nichts mehr vorhanden ist von den Sachen, die noch im Arbeitsspeicher lagen. Jetzt kann ich hier gleich auf Auslesen drücken und dann steht hier, was geht ab. Also den Text, den wir vorher eingegeben haben, der steht jetzt hier drin. Jetzt kann ich das Ganze löschen hier. Das verschwindet und jetzt kann ich auf Auslesen drücken und jetzt steht hier kein Text gespeichert. Also das, was ich vorher hier eingegeben habe als Notfalllösung. Ja. Jetzt will ich euch noch ganz kurz zeigen, wie einen anderen Wert, zum Beispiel einen Boolean, da drin speichert. Das mache ich nur ganz kurz nochmal. Da lege ich einfach mal kurz einen Boolean hier an, hier oben. Also hier Boolean Test Bool ist gleich, ich setze mal auf True.
Also Boolean ist, kann ja immer nur True oder False sein, zwei Zustandsteil eben. Das kann ich jetzt hier mal kurz noch setzen. Also wir können in eine Shared Preferences Datei quasi mehrere Elemente, mehrere Variablen reinmachen. Nicht nur eine, wie ich sie gezeigt habe, sondern mehrere. Dazu machen wir einfach hier Prefs Editor. Put Boolean. Und hier mache ich jetzt einfach unseren. Da brauchen wir noch einen Key, den kann ich auch einfach kurz hier reinschreiben. Also hier Key 2, das mache ich jetzt nicht so ordentlich, weil ich es ja nur kurz demonstrieren will, wie ein Boolean speichert. Und jetzt hier unseren Test-Bool. Semikolon dahinter und dann haben wir hier den Boolean. Dann muss ich es hier unten nur noch kurz bei auslesen. Da will ich einfach das in einen anderen Boolean wieder reinspeichern. Also Boolean. Boolean ausgelesen. Ja, okay, hier sind jetzt Rechtschreibfehler drin, aber es ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Dann kann ich jetzt einfach hier bei dem Read hier auf den Boolean leiten. Also hier ausgelesen bool ist gleich prefs Punkt get Boolean. Und jetzt muss ich hier wieder unseren Key angeben, den wir hier oben angegeben haben, also Key 2. Das muss exakt so geschrieben sein, keine andere Schreibweise, muss exakt so, also kleine Großschreibung zählt da auch. Und dann noch ein Notfalltext, da muss ich jetzt natürlich einen Boolean angeben und keinen Text, also mache ich einfach mal den Boolean, schreibe ich einfach mal false rein, dann habe ich hier den Zustand vom Boolean false, soll dann ausgegeben werden, wenn da nichts drin stand. Dann will ich einfach nur noch kurz den Boolean einen Toast ausgeben, toast. Obwohl ich habe hier oben eigentlich schon 1000, kann ich einfach kurz kopieren, muss nicht so viel schreiben. Und dann mache ich einfach statt diesem hier, mache ich hier Boolean. Punkt toString und jetzt unseren ausgelesen Bool. Und dann wird der Boolean als Text quasi angezeigt. Hier unten muss ich jetzt nur noch kurz Prefs Editor. Punkt remove und jetzt hier Key 2. Dann wird der Boolean auch noch gelöscht am Ende wieder. Das führe ich jetzt auch noch mal kurz aus, um euch das zu demonstrieren. Danach will ich euch auch noch zeigen, wie diese XML-Datei denn aussah, in der das gespeichert ist. Es wird geladen. Jetzt kann ich einfach nochmal einen Text eingeben. Der Text ist ja jetzt in diesem Fall Nebensache. Und dann kann ich hier wieder auf Auslesen drücken. Das muss ich jetzt nicht nochmal die App neu starten. Kann ich natürlich machen, aber das dauert jetzt ein bisschen lange. Und dann wird hier der True angezeigt. Jetzt kann ich hier auf Löschen gehen. Und dann wieder auf Auslesen. Und dann wird hier False ausgegeben, weil ich ja hier als Wert False angegeben habe, wenn da nichts drin steht. Ja, jetzt kann ich euch noch kurz zeigen, wie diese XML-Datei aussieht. Dazu will ich ja, weil ich ja gerade die Werte gelöscht habe in unsere App wieder, nochmal kurz Werte eingeben, damit dann die Datei wieder voll sein müsste. Also ich gebe hier einfach nochmal hier irgendwas. Hallo. Hallo Leute ein. Speichere das nochmal kurz. Auslesen kann ich auch nochmal kurz machen. Da steht hier Hallo Leute. Dann brauchen wir einen Root-Browser und ein geroutetes Smartphone, um diese Datei sehen zu können. Denn ohne Root-Rechte kommen wir an diesen Pfad nicht hin, da wo diese Dateien eben liegen. Ich benutze einfach mal einen Root-Browser auf diesem gerouteten Emulator hier. Dann müssen wir ja schauen, dass wir hier ganz oben sind in diesem Dateisystem. Also dass hier kein Ordner mehr drüber ist. Und jetzt gehen wir hier zum Ordner Data. Und dann nochmal zum Ordner Data. Und dann sind hier ganz, ganz viele Package-Names von den ganzen Apps drin. Also diese Names, die man eben vergibt, wenn man eine App programmiert und sie aufsetzt, also ganz am Anfang, den brauchen wir jetzt mit unserer App. Das ist hier de.de.android.shared-preferences-tutorial. Das steht ja hier oben immer in der Klasse drin. Könnt ihr nachgucken. Also schauen wir hier einfach mal nach de erstmal. Das müsste relativ weit unten sein, weil da die meisten Package-Names mit com. Irgendwas anfangen. Hier de.de.android.shared-preferences-tutorial, das ist gut. Da schauen wir einfach mal nach. Da haben wir jetzt einen Ordner Shared Preferences. Da klicken wir drauf. Und da haben wir dann eine XML-Datei und die wurde jetzt angelegt von unserer App. Die heißt ja auch Prefs-Datei 1 und so habe ich die auch genannt hier oben irgendwo. Ja, genau hier. Also das ist der Name von der Datei. Die können wir jetzt kurz öffnen mit einem Texteditor.
Und dann sehen wir hier sind mehrere Werte drin, nämlich der Boolean mit dem Namen Key 2. Das ist ja hier unser Boolean, den wir angelegt haben. Der ist jetzt auf True. Und hier haben wir noch den String mit dem Text drin. Key 1. Und hier habe ich ja vorher Hallo Leute eingegeben. Das ist jetzt hier drin. Also so wird das quasi automatisch angelegt. Ist eigentlich zum Programmieren her, ist das super einfach, das so anzulegen. Also war ich selber erstaunt, dass es so einfach geht im Vergleich zu Datenbanken. Das war's mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen oder auch bei Facebook und Google Plus. Aber bei Instagram bin ich am aktivsten, deswegen lohnt es sich da am meisten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch zu dem Tutorial, dann könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das durch, ich antworte darauf, absolut kein Problem. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.